Wenn wir uns diese prächtigen Pyramiden des alten Ägyptes anschauen, so haben wir oftmals den Verdacht über die offizielle Version der Historiker, dass das die Grabmale von Pharaonen sind und dass das von Zehntausenden von Bauern errichtet wurde. Zu viel Hightech gibt es bei diesen Anlagen, damit man an diese offizielle Version glauben kann. Und jeder, der mit eigenen Augen dies gesehen hat, also vor Ort war und auch eine technische und nicht nur geisteswissenschaftliche Ausbildung hat, hat sich die Frage gestellt, welche Technik musste von den Baumeistern genutzt werden, damit wir nicht nur einfach diese kolossalen Werke, Bauwerke haben, sondern damit auch die Spuren bleiben auf den Steinen, auf den Statuen, auf den Tempeln. Dies bedeutet, jeder Techniker, der es mit dem Bauwesen zu tun hat, mit der Bearbeitung von hartem Gestein, zweifelt so eigentlich genommen nicht daran, dass bei der Errichtung dieser Pyramiden eine Technik angewandt wurde, die unsere Technik heute übertrifft. Und ein einziges Argument von den offiziellen Historikern besteht in ihrem Argument, wenn es eine Technik gab und wenn es Hightech-Instrumente gab, wo sind sie? Die Pyramiden gibt es, die Statuen sind da, die Tempel sind da und wo sie ist die Technik und die das Instrumentarium fehlt. Das ist heute wirklich ein Faktum, das also für die offizielle Version spricht. Aber man kann ja dennoch darauf beharren und sich auf die Suche begeben nach den Spuren, die vielleicht den Nachweis für die Version von alternativen, also nicht offiziellen Entdeckungen sprechen. Und als Versuch der Suche nach den Spuren der Technik und der Instrumenten wurde eine kleinere, nicht offizielle Expedition unternommen, die sich aus drei Personen zusammensetzte. Ich links, Patient Rustaid, einer der Leiter des Instituts für Kernphysik in Dubna, er ist Akademie-Mitglied und Kadyshevsky. Herr Kadyshevsky, ein sehr bekannter Physiker, und rechts steht Professor Rustam Ibadov. Und wir zu dritt haben also beschlossen, uns anzuschauen, ob neben den Pyramiden vielleicht auch noch Spuren von der Technik vorhanden sind, die bei der Errichtung dieser wunderbaren Bauwerke angewandt wurden. Untersucht wurde die Pyramide von Hefren. Das ist die zweite Pyramide. Sie steht ein bisschen weiter weg von der größten Pyramide, der Cheops-Pyramide, und ist ihr den Ausmaßen der Höhe nach nur ein bisschen kleiner, ist aber genauso grandios wie die Cheops-Pyramide. Es muss angemerkt werden, dass es nicht unsere erste Reise nach Ägypten war. Wir sehen hier die Zusammensetzung der Biophysiker, das ist die Gruppe, also der Geophysiker, Mitarbeiter, die das Institut als Profis anführen und auch die Felder um die Pyramiden untersucht haben. In einer anderen Expedition, nahmen Physiker, also aus dem physikalischen und mathematischen Bereich, und eine Filmgruppe. Es wurde ein Dokumentarfilm aufgezeichnet. Herr Professor Müller hat diesen Film sowohl in englischer als auch in russischer Sprache, und ich hoffe, dass die Interessenten sich das dann auch dementsprechend duplizieren können. Auch hier, Kairo, vor dem Hintergrund der Pyramiden, es fanden hier Veranstaltungen statt über ein sehr interessantes Thema, und zwar die Verallgemeinerung der Geometrie im Zusammenhang mit der Einsteinschen Physik. Diese Geometrie ist viel allgemeiner als die Riemannsche Geometrie, und es gibt allen Grund anzunehmen, dass die Physik in der Verallgemeinerung der geometrischen Theorien verlaufen wird. Hier waren Mathematiker und Physiker aus 15 Ländern, das war vor 1,5 Jahren, und vor dem Hintergrund dieser Pyramiden sehen die Konferenzen dann auch überaus interessant aus.
Kehren wir nochmal zur Chefren-Pyramide zurück. Wir sehen hier von oben die Orte, an denen Proben genommen wurden. Wir sind also nur im Umfang die Pyramide entlang gegangen und hier haben wir einige Pfeile, wo wir dann sehen, dass wir kleinere Steinchen nehmen konnten. Ich hoffe, dass es hier keine Genehmigungspflicht gab, denn die Touristen nehmen ja auch viel mehr Material mit. So sehen diese Ortschaften aus, aus denen wir die Proben genommen haben. Ein ganz einfacher Kanal, nichts Bezeichnendes, was wir hier sehen können. Uns haben allerdings hier diese Einschlüsse interessiert, wo die Farbe des Materials sich von dem weißen Kalkstein unterschieden hat. Wir haben die Proben dort entnommen, wo das Material möglicherweise Kupfer enthält, denn die offizielle Version lautet ja, dass man mit Kupfer das Material abgespaltet hat. Damals kannte man Bronze noch nicht. Und realistisch könnte man annehmen, dass hier in diesen dunklen Einschlüssen auch Kupfer Beimengungen vorhanden waren. So sahen die untersuchten Materialien aus. Wir sehen hier eine Kalkstein-Ablagerung und drumherum eine graue Masse und wir wollten die chemische Zusammensetzung dieser grau-braunen Masse aufschließen. Diese Masse ist hier auch in einigen Rissen vorhanden, die entstanden sind im Zuge von Erdbeben und der Metamorphismus war von der Frist her gesehen natürlich sehr lang, sehr zeitlich sehr lang. Und in einigen Nischen sieht man diese braune Masse, praktisch wie eine zähe Flüssigkeit. Das sind die Folgen von Deformationszeiten. Wir sehen hier diese braune Masse vor der Chefren-Pyramide. So sieht es vor dem Hintergrund aus. Wenn ein Mensch davor steht, wir sehen hier einen Fleck, der eindeutig von den Unterschichten unterscheidet. Im Grunde genommen sind da unten Sand und Kalkstein und oben haben wir andere Einschlüsse. Auf diesem Foto sieht man dann auch, dass die Bildung dieser Flecke später bei einzelnen Elementen bei den Pyramiden entstand. Hinten haben wir das Verkleidungsmaterial und man sieht, dass das hier anschließt. Damit wissen wir, dass das etwas später aufgeschüttet wurde, als bereits die Nische schon vorhanden war. Also das kann nicht vor dem Pyramidenbau, sondern erst etwas später aufgeschüttet worden sein. Und so sieht das bei einer Vergrößerung aus. Ein charakteristisches Muster, ein charakteristisches Beispiel beim Bruch sehen wir, dass das eindeutig ein Einschluss ist, der nicht kalksteinbedingt ist. Und hier haben wir die ersten Proben. Das ist der Finger von Professor Ibadov. Das ist die Probe Nummer 1. So sieht diese Probe nach der Entnahme aus, nach der Übergabe für die chemische Analyse. Wir haben diese Proben dem Institut für röntgenoskopische Untersuchungen in Moskau überreicht und bekamen ein sehr unerwartetes für uns Resultat. Wir haben erwartet, dass es Kupfer sein wird. Und was sehen wir in der ersten Probe? Das Hauptelement F2O3, also Eisenoxid. Und das heißt doch, dass das Eisen bei der Errichtung von Pyramiden nicht angewandt wurde. Und hier ist mehr als die Hälfte besteht hier aus Eisen. Es gibt überhaupt kein Kupfer. Schauen Sie noch etwas aufmerksamer auf die chemische Zusammensetzung in dieser Tabelle. Strontium, Zirconium, Kobalt, Magnesium, Schwefel,
Es ist natürlich nicht das ganze periodische System, aber doch sehr interessante Elemente, Elemente, die nicht oft in der Natur vorkommen. Und der Prozentsatz von Strontium sind 0,02. Und es gibt Proben, wo diese selten in der Erde vorkommenden Elemente bis zu 0,2, 0,3 und mehr auftauchen. Es stellt sich die Frage, woher hatten die Bauern zu Zeiten von ohne Technologien gehabt für die Veredelung und für die Entnahme der Naturelemente, die ja verstreut waren in der Natur und die also praktisch, wir haben es hier im Zehnerbereich zu tun und in der Natur ist es mitunter im Zehntausenderbereich hinter dem Komma. Vielleicht sind das ja Ausnahmen. Hier die Probe Nummer 2. Etwas weniger Eisen und dennoch eine höhere Konzentration. Wir haben hier Barium, Strontium genauso, Schwefel bis zu 10%. Ich möchte anmerken, dass die vulkanische Tätigkeit zu Zeiten der Ablagerungen von Kalkstein in diesen Orten nicht festgehalten wurde. Daher waren diese Schwefeleinschlüsse in hohem prozentuellen Bereich, ist also ein Indiz für das künstliche Aufkommen als auf natürlichem Wege. Natürlich muss man hier eine viel genauere Analyse durchführen, ob denn diese Ergebnisse der chemischen Elemente nicht eine Folge von natürlichen Ursachen seien oder späterer Erscheinungen als zum Beispiel während des Aufbaus der Pyramiden. Aber das ägyptische Klima spricht dafür, dass sogar Eisen, gewöhnliches Eisen, unter offenem Himmel jahrhundertelang aufbewahrt werden kann. Es gibt dafür Beispiele, Zitadellen in Kairo, die schon über 500 Jahre alt sind. Sie haben nur eine leichte Rostschicht und damit Eisen also praktisch oxidiert wie in diesen Proben, muss es mehrere Jahrtausende vorgehen. Das ist also auf jeden Fall nicht das Eisen aus den napoleonischen Kriegen, nicht das Eisen unserer Ehe. Das ist das Eisen wirklich aus Zeiten, das mehrere Jahrtausende, mehrere Hunderte und Jahrtausende Jahre in Ägypten war. Und wir wissen, dass das Klima in Ägypten damals nicht so trocken war. Dort hatten wir eine Feuchtigkeit wie in der Savanne. Und genau in jenen Zeiten, vor 8.000, vor 10.000 Jahren, waren die Oxidationsprozesse bei Metallen, die Oxidation anderer Elemente viel intensiver. Vorgehen. Es gab keine kompakte und einige kompakte Elemente haben sich in diesen Mulm, den wir dort gesehen haben, verwandelt. Und bei der Untersuchung aller neuen Proben, diese Entnahmeplätze wurden ja auf den Fotos veranschaulicht, zeigen diese anomalisch hohe Konzentration von seltenen Elementen, die in der Erde vorkommen. Hier haben wir plötzlich Titan, wiederum Eisen. 71%. Das ist doch fast reines Eisen. Und der Rest, Natrium und Magnesium, das wäre ja ganz einfaches Salz, das man auch übers Wasser vorgeben könnte. Dann Silizium im Sand. Wenn man also diese gewöhnlichen Elemente wegnehmen, das ist die Probe Nummer 3, bestand irgendwann einmal aus reinem Eisen und erst später aufgrund der Oxidation entstand also diese Zusammensetzung. Und später die Probe 4, wir haben hier plötzlich Iridium, der Inhalt, das ist ein Hundertstel, das ist für Iridium, Iridium sehr viel. Erneut haben wir es mit Iridium zu tun, Lanthan, ein Zehntel Prozent.
Interessant ist es, eine chemische Analyse durchzuführen an einem interessanten Gerät, modernen Gerät, wie zum Beispiel diesem Handy. Wenn es 10.000 Jahre unter offenem Himmel liegen bleibt, das Plastik, das ist ja natürlich schwefelnd, das wird verwesen, aber hier gibt es einige Speicherblöcke, in denen also seltene Elemente, ein bisschen Eisen vorhanden ist. Und in dieser Zeit kann natürlich auch ein ganzer Bus verfaulen. Stellen Sie sich mal vor, ein Bus wäre eine Pyramide und würde also 10.000 Jahre lang stehen. Er würde ja eigentlich nur einen Müll von Rost darstellen. Wir wissen nicht, was hier war. Wir haben also Proben entnommen und da müssen wahrscheinlich dann auch technologische Gerätschaften vorhanden gewesen sein. Aber alles hat sich modifiziert. Und wir können natürlich jetzt nicht erkennen, was damals war. Die sechste Probe, wir sehen, dass von Probe zu Probe es zu Wiederholungen kommt, obwohl wir die Proben willkürlich entnommen haben. Das Einzige, was für uns nicht so interessant war, das war der Kalkstein. Eine Kalksteinprobe haben wir nicht genommen. Für uns waren die Proben mit braunen, dunklen Flecken viel interessanter. Und hier haben wir diese erstaunliche Zusammensetzung. Und jeder von Ihnen kann die Ergebnisse unserer Untersuchungen durchführen, kann also auf dieses Plateau sich begeben und kann sich ein kleines Stückchen mitnehmen als Erinnerungsstück oder für Untersuchungen. Die achte Probe, wiederum Strontium, Eisen 30%, Schwefel 18%. Und die letzte Probe, das ist die Probe Nummer 9, Magnesium, Titan, Strontium, bereits ein bekanntes Set von Elementen. Selbst wenn das nicht von Hand geschaffenes Eisen wäre und chemische Elemente, wenn sie ganz natürlich wären, das ist ein Faktum und dieses Faktum muss man überprüfen. Und ich würde auch einen Kommentar hören wollen von Historikern, von Chemikern, Spezialisten, die sich mit alten Ablagerungen beschäftigen und einen wissenschaftlichen Schluss ziehen, ob das wirklich Spuren sind von alter Technik oder ist das natürlich entstanden? Das ist eine Frage, die ich gestellt habe und dazu brauchen wir eine Antwort. Ich werde jetzt nochmal auf die Proben eingehen, die wir entnommen haben. Das ist die zweite Probe, ein dunkler Fleck und der hebt sich eindeutig vom gelben Kalkstein ab. So sah dann die dritte Probe aus, wiederum einige Einschlüsse von dunklen Elementen. Die vierte Probe, wieder ein dunkler Fleck. Die fünfte Probe wird hier nochmal hervorgehoben. Nummer 6. Nummer 7. Da haben wir den achten Fleck. Und letzten Endes die Nummer 9. Und lassen Sie uns jetzt ein gedankliches Experiment durchführen. Nehmen wir an, dass die offizielle Version der Historiker nicht stimmt und die Pyramiden viel älter sind, als die Historiker es behaupten, zum Beispiel 10.000 oder 12.000 Jahre. Was wissen wir von dieser Periode? Weiß denn die offizielle Historie so viel von einem Zeitraum, der vor 10.000, 12.000 Jahren liegt? Damals hatten wir eine prädynastische Periode, die Menschen waren sozusagen quasi noch nicht belehrt, aber die Töpferei war sehr entwickelt. Lassen Sie uns die Ornamente auf den Töpfen in diesem prädynastischen Periode uns anschauen. Es gab damals offiziell noch keine Pyramiden, wenn man der offiziellen Chronologie Glauben schenkt. Aber auf den Töpfen der prädynastischen Periode aus dem Museum in London, prädynastische Periode, was sehen wir hier? Es sind also bekannte Silhouette von Pyramiden, Dreiecksformen. Konnte es vor 7.000 oder 8.000 Jahren schon Pyramiden geben, als dieser Topf erstellt wurde? Und deswegen sagen die Historiker, das ist etwas Heiliges.
Die, mit anhand von Ecken hat man die Pyramiden erstellt mit einzelnen Blöcken. Und so sehen wir praktisch auf jedem Topf ein Dreiecksornament. Das sind doch Pyramiden, eindeutig. Und erst die wissentlich bekannte Aufstellung der Historie sagt, dass das damals nicht sein konnte. Und das ist eigentlich eine Pyramide, die eindeutig aufgezeichnet wurde, noch vor dem ersten Pharao. Und wir haben hier wieder einen neuen Topf. Schauen Sie mal hier diesen Grenzbereich. Können denn die Grenzen auf Hügeln eingezeichnet werden? Das ist jetzt die erste Dynastie. Und wie Historiker es behaupten, wurden die Pyramiden erst in der vierten Dynastie errichtet. Und hier haben wir es mit der ersten Dynastie zu tun. Irgendwas stimmt hier nicht. Oder Erzeugnisse, die mit der prädynastischen Periode datiert werden. Das ist jetzt ein Museum in Kairo. Schauen Sie sich mal auf diese Vase an. Es gilt als Vase. Nicht mal ein modernes Auto hat einen Deckel in dieser Form. Und hier haben wir es mit Schiefer zu tun, mit einem Stein, mit einer Gesteinsart, die sehr leicht zerstört werden kann. Und das ist alles einheitlich. Das sind technogene Formen. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, wozu benötigt denn die Hersteller dieses Erzeugnis und warum mussten sie es aus diesem Material machen? Es geht hier nicht um die Version, dass man einfach behauptet, das wäre jetzt eine Vase von ganz gewöhnlichen Handwerkern. Jetzt eine andere Form. Damals gab es noch keine Töpferkreise und hier in dieser Figur, diese Figur bekommt man nicht mal in einer Töpferei. Das ist auch etwas sehr, sehr Wichtiges und mit technischen Einrichtungen kann man das natürlich nicht bekommen. Das ist ein Aspid-Schiefer und diese Teilchen hier sind eine ganzheitliche Erzeugnis. Kann man denn das sowas von Hand machen? Den Schluss können Sie selber ziehen. Oder hier eine Schüssel, eine runde Schüssel mit einem Durchmesser von einem halben Meter. Es heißt, dass es absolut ohne Töpferkreis hergestellt wurde. Selbst wenn man jetzt ein Töpferinstrument hätte und solche Abstände, also dass diesen Wulst, der nach vorne geht, herstellen würde, das wäre ja nicht reell, etwas in dieser Art. Und letzten Endes ganz einfache Spuren, gewöhnliche Spuren. Jede Technik hinterlässt einige unmaskierte, für Jahrhunderte verbleibende Tropillen. Wir sehen hier praktisch, dass gesägt wurde, ein anderes Propyl, ein drittes. Und solche Spuren gibt es. Solche Spuren gibt es massenhaft und das können Sie alles mit Ihrem eigenen Auge in dem Gizeh-Tal wahrnehmen. Hier haben wir also Granit, die Bearbeitungstechnik für diese Spur. Das ist weniger als ein Zehntel von einem Millimeter. Wenn wir das also hier mit einer Säge machen würden, dann hätten wir einen runden Einschnitt, aber das ist geradförmig und wir haben keine modernen Gerätschaften, die also so eine Spur schaffen könnten. Oder dieser Propyl, wir sehen von rechts, wurde mit einer qualitativ hochwertigen Säge gearbeitet, bis nach oben hat man es geschafft und dann wurde es abgebrochen und dieser Block hat eine konkave Einmündung, also mit einer manuellen Säge kann man das nicht machen. Selbst eine moderne Technik erlaubt es nicht, oder erlaubt es, aber dann mit größter Anstrengung. Jetzt haben wir Parfir. Man sieht, dass es nur zu 3/4 ausgesägt wurde und dann kam es wieder zum Abbruch. Aber wir sehen, dass der Schnitt absolut gerade ist. Solche Werkzeugmaschinen in der Welt sind einzigartig
Jeder, der mit der Steinproduktion vertraut ist, ich denke, wird überzeugt sein davon, dass man dies mit Maschinen bewerkstelligt und nicht anders. Eine andere Bearbeitungsmethode zur Bearbeitung von Graugranit. Dann eine eigene Geschichte mit Öffnungen. Es gibt sehr viele Öffnungen in Ägypten. Oftmals kommen sie im Granit vor. Hier haben wir zwei Öffnungen. Das ist die Pyramide Sahura. Neben der Pyramide Djoser. Hier etwas näher die Öffnung betrachtet. Noch näher. Können Sie es erkennen? Wir haben hier ganz charakteristische Risse noch näher. Ein Spezialist für die Bearbeitung von harten Gestein mit Ultraschallmethoden. Christopher Damm hat also diese Öffnungen untersucht und dann eben die Spuren, die nach der Bearbeitung verbleiben, hat einen eindeutigen Schluss gezogen, dass die Ausführung nur mit modernen Methoden durchgeführt werden kann, mit Ultraschallbearbeitung. Nichts anderes von den heute bekannten Verfahren, technologischen Verfahren, hinterlässt solche Spuren. Aber die Ultraschallmethoden bei den Pharaonen oder bei ihren Bauern, das kann man irgendwie doch nicht ganz so in Einklang bringen. Es gibt sehr viele Öffnungen dieser Art. Hier haben wir eine Rinne in der Öffnung. Das zeugt davon, dass wir hier es mit einem Bohrer zu tun hatten, also nach einem gewissen Verfahren. Und hier, das ist wiederum ein Abbruch von einem Granitblock mit einem Durchmesser von 20 cm. Wurde das etwa auch von Hand gemacht? Und der vergrößerte Teil der Spitze des Instruments, der bisher hingelangte, das sind wiederum Zehntel von einem Millimeter. Jede Kupferbohrer würde abstumpfen an diesem Gestein innerhalb von wenigen Zehntel von Millimetern. Und dieses Instrument verblieb ganz spitz, ganz scharf. Eine analoge Öffnung in Harnaka bei der Entdeckung eines Tempels, auch einige Zentimeter vom Durchmesser her. Hier ein moderner Schnitt, das habe ich am Strand in Prag fotografiert, am Ufer, auch Granit. Niemand sagt, dass das manuell gemacht wurde, aber hier soll das plötzlich manuell sein. Ich glaube, diese Öffnungen können miteinander verglichen werden, sind fast identisch. Oder diese Erzeugnisse. Manuell, das ideell zu machen über die runden Behandlungsflächen, das ist doch nicht realistisch. Das ist ein Zeugnis von hochqualitativer Technik unter Einsatz von Computertechnik. Dass man das nicht sieht, davon kann nur ein Mensch sprechen, der niemals selber Steine bearbeitet hat. Oder eine derartige Oberfläche, das ist doch eine Kurve. Ich weiß nicht, in welcher Größenordnung die Qualität von der Präzision liegt. Und über die ganze Länge ist das gleichmäßig. Das sind spezielle technologische Greifinstrumente und dazu brauchte es Handhabungsmechanismen, Handhabungsinstrumente und er hat an dieser konvexen Stelle hier unten gegriffen. Und alles andere, weil es unnötig war, wurde abgeschliffen. Diese Hervorschwülstungen konnten nur deswegen bewahrt werden, weil sie unter Sand verschüttet wurden. Und deswegen können wir sie heute sehen. Manuell solche
Erzeugnisse zu bekommen und dann noch abzuschleifen, Manuel. Mit wie viel Arbeit ist das verbunden? Ich denke, das ist ein eindeutiges Indiz für die maschinelle Bearbeitung der Erzeugnisse. Oder eine solche Nut in einem Quarzblock. Auch heute kann man nicht mit jeder Werkzeugmaschine eine solche große Nut bekommen, aber die Ebenen, die Flächen und die Winkel sind sehr genau, sehr präzise. Versuchen Sie das mal manuell zu schaffen, das ist nicht realistisch. In der Regel befinden sich die Hightech-Objekte auf einer tieferen Ebene im Vergleich zu den Bauwerken, die dann den Pharaonen gehörten. Hier ein Beispiel. Oben bei Mastaba, wo das Grabmal eines Pharaons ist. Es gibt aber auch Mastaba-Bauwerke, die nach der Klasse der Mauern um einige Größenordnungen das übertrifft, was wir oben haben. Kein einziger Baumeister würde eine solche Plattform bauen können. Und die Historiker behaupten, dass man das manuell machen konnte. Und zwar Menschen, die gerade das Steinzeitalter verlassen haben. Alle Mitglieder der Expedition glauben nicht, dass man das mit bloßer Hand bauen konnte. Die Mykerina-Pyramide auch auf dem Plateau von Gizeh. Sie sehen hier auch das Element der Aushebung. Hier begann das Abschleifen. Die ganze Pyramide ist verkleidet mit Granit und nur ein Teil wurde dann nochmal bearbeitet. Aber an den Rändern hier, an den bearbeiteten Rändern dieser Fläche, kann man den Schluss machen, dass das nicht manuell gemacht wurde. Denn von Hand würden ganz andere Spuren an den Rändern verbleiben. Das sind jetzt nochmal Einzelblöcke mit ihrer erstaunlichen Präzision. Das ist also ein Tempel von der Hefrema-Pyramide, einer der Blocks in Abydos. Sie sehen hier eine Figurenauswahl, aber bei einer manuellen Bearbeitung würde man so nicht vorgehen. Das ist ein Schnitt in einem Steinbruch, wo man also den Granit abgebaut hat. Das sind Maßstabe von einigen Metern und da gibt es überhaupt keinen Defekt. Man hatte hier eine gewisse Nutzvolumen. Wird man denn bei manueller Bearbeitung ungenutzte Fläche abschleifen? Und das bleibt natürlich automatisch so, wenn wir maschinell vorgehen. Die Sakura-Pyramide, auch eine absolut ideal geglättete Oberfläche. Es vergingen Jahrtausende, es gab Erdbeben und man hat hier überhaupt keine Abweichung horizontal. Man braucht also hier Messuhren, um diesen Schliff zu bekommen und diesen dann auch noch so ohne irgendwelche Defekte manuell zu realisieren. Kehren wir nochmal zu den Pyramiden zurück. Ich möchte unterstreichen, nicht nur auf dem Plateau von Gizeh existieren große und rätselhafte Pyramiden. 20 Kilometer von Gizeh gibt es eine weitere Pyramide. Daneben steht eine gebrochene Pyramide, auch ein erstaunliches Bauwerk, das noch besser bewahrt blieb als die Cheops-Pyramide und die Nidum-Pyramide, die halb zerstört, halb zerlegt ist. Hier haben wir die inneren Teile, die sind jetzt offen wegen der Demontage, wegen der Abnahme der Verkleidungsteile. Und was ist hier interessant? Alle großen und komplizierten Pyramiden haben drei charakteristische Winkel. Ungefähr 52, 54 Grad, 73 Grad hier und ungefähr 45 Grad. Das sind die Winkeleinheiten bei den Pyramiden.
In Wirklichkeit ist die Geschichte der Pyramiden und die Äbtiologie für mich ein Hobby. Und vom Beruf her bin ich zusammen mit der Gruppe der Theoretiker, beschäftige ich mich mit der Geometrie. Als Beispiel, die Grundlage der Einsteinschen Geometrie, Minkowski-Methode nach den traditionellen Methoden, wir können übergehen zur Basis von Lichtvektoren und ihre trophische Form wird sich ein bisschen ändern. Anstatt der Differenz der Quadrate haben wir ein Multimitglied in einigen Potenzen. Die Mathematiker werden verstehen, wovon ich spreche. Es gibt noch zwei symmetrische Multiglieder. Hier haben wir H1, H4, also vier Variablen, genauso wie es bei den anderen ist. Wir haben also vier Raumkoordinaten. Mit ihnen kann man noch zwei weitere symmetrische Multiglieder bekommen. In der dritten, also das ist dann die Methode von Chernow, ein Mathematiker aus Samara, ein Mitglied unserer Gruppe, hat vorgeschlagen, sich diese Metrik anzuschauen als Verallgemeinerung der Minkowski-Metrik. Und ein symmetrisches Multiglied oder ein Monoglied in der vierten Potenz, eine Metrik von Berwald-Mohr 3-Geometrie. Also hinter der ersten steht die Relativitätstheorie, die Gravitationstheorie, die Elektrodynamik von Maxwell. Diese Geometrie wurde untersucht nach vorne und nach hinten. Und jetzt die nächste. Diese wurde nur zu einem gewissen Prozentbruch untersucht worden. Und unsere Aufgabe, die Aufgabe unserer Gruppe war, diese Geometrien zu untersuchen, insbesondere die vierte, die komplizierteste, die interessanteste. Und erstaunlich war, dass diese Geometrie in der vierten Größenordnung die Matrioschkas in sich enthält, sowohl die untere Geometrie als auch die Minkowski, die Einsteinsche Geometrie, die Relativitätstheorie, die elektromagnetische Theorie. Ich bin sicher, dass die zukünftige Entwicklung der Physik bei diesen zwei Metriken, bei der Erforschung dieser zwei Metriken liegen wird. Aber was hat das Ganze mit den Pyramiden zu tun? Schauen Sie mal, die vierte Metrik in der vierten Größenordnung hängt mit der Algebra zusammen. Das ist die Multiplikationstabelle bei einer normierten Basis und dann isotrop. Diese Figur ist ein Analogum des Lichtkegels, der uns sehr bekannt ist in der Geometrie von Minkowski in Form von einer Sanduhr mit einer runden Unterlage. Und hier haben wir eine quadratische Unterlage. Warum sollte das keine Pyramide sein? Das ist vielleicht ein glückliches Zusammenfallen, Zusammentreffen von Faktoren, was wir wirklich ernsthaft betrachten sollten. Und viel wichtiger ist diese Figur. Das ist ein Rhombodekaeder, eine regelmäßige Figur. Genau die Winkel, die wir am Beispiel der rätselhaften, der grandiosen, der unverständlichen, der großartigen ägyptischen Pyramiden beobachtet haben. Und dieses Viereck ist nichts anderes als eine Folge der Geometrie in der vierten Größenordnung der Einsteinschen Geometrie, die wir erforschen. Und wenn es sich erweisen sollte, dass unsere Welt nicht so sehr auf der Basis von Minkowski-Geometrie, sondern auf der Basis von Finzler in der vierten Größenordnung aufgebaut ist, also unsere Welt, dann wäre es richtig, diese Welt auch mit
Gerätschaften zu untersuchen, mit Elementen, die mit diesen Winkeln korrelieren. Es gibt dann auch Resonanzen bei diesen Winkeln. Im Endergebnis kann man sich die Frage stellen, vielleicht haben die Baumeister auch die Finzler-Geometrie schon bei der Errichtung der Pyramide gekannt und haben versucht, ihre Welt zu ergründen mit Geräten, die synchronisiert waren mit diesen charakteristischen Winkeln der Finzler-Geometrie. Ein theoretischer Schluss. Wenn unsere Welt nach dieser Finzler-Geometrie aufgebaut ist, so haben wir auf Himmel, am Himmel, also wenn ein Beobachter nach oben schaut mit einem Teleskop auf den Sternenhimmel, dann müssten 14 Punkte zum Vorschein kommen. Diese Punkte sind die Punkte auch in diesem Rhombo-Dodekaeder, auch 14 an der Zahl. Und was ist interessant, in dieser Welt, wenn wir also ins Teleskop schauen, auf weit entfernte Quasare, warum Quasare? Das sind ja Objekte, die maximal entfernt sind. Die Quasare sind Milliarden von Lichtjahren von uns entfernt, also die weitesten Sternengebilde, die wir beobachten können. Also diese Quasare in dieser Finzler-Geometrie müssen gespiegelt sein und müssen auf ihren Orten unbeweglich sozusagen beharrt sein, damit man diese Entfernung beobachten kann. Denn die Geschwindigkeit von einem Quasar kann ja nicht eine Supralichtgeschwindigkeit sein, damit man diese an die Umgebungsgeschwindigkeit sich anpassen kann. Und eine Folge dieses theoretischen Modells beruht darauf, dass die Quasare in dieser Welt sich bewegen müssen. Und zwar mit Supralichtgeschwindigkeit. Aber hier haben wir es nicht mit den Supralichtgeschwindigkeiten haben, sondern das ist ein geometrischer Effekt der Finzler-Geometrie. Jede Frau wird sagen, dass dieser Schluss nicht zugunsten der Finzler-Geometrie spricht. Man muss alles liegen lassen und zur alten Minkowski-Einstein-Welt zurückkehren. Schauen Sie sich diese Abbildung, auf dieses Ergebnis, das ein Astrophysiker Macmillan im Jahre 2003 durch die Erforschungen von NASA bekommen hat. Und man sieht hier Eigenverlagerungen der Quasare. Und jetzt vergleichen wir das mit dem davorgehenden Bild. Dieses Bild und das davorgehende Bild. Ich denke, das ist ein möglicher Beweis dafür, dass wir nicht in der Riemannschen, sondern in der Fiemannschen Raumzeitwelt leben. Und wenn das Thema der Finzler-Geometrie interessiert, die Pyramiden von Gizeh, die Frage des Ursprungs der Technologien für die Bearbeitung und für die Errichtung dieser Pyramide, besuchen Sie diese Internetseite. Wir werden froh sein, wenn wir mit Ihnen kommunizieren können.